Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stardew Valley. Wie ihr seht, habe ich schon mal das Feld geerntet und wir haben Post. Aber erstmal gehen wir rein und gucken uns das Wetter für den nächsten Tag an. Willkommen bei, ja genau, das kennen wir schon. Morgen wird es klar und sonnig. Okay, ist ein bisschen viel Text für nur klar und sonnig. Perfektes Wetter für den Blumentanz. Wenn wir mit Blumen tanzen, sind wir eine Blume. Wir sind natürlich eine hübsche Blume. Das Festivitäten finden im Wald statt. Beginne zwischen 9 und 14 Uhr. Sei rechtzeitig da. Kriegen wir hin. Hallo Mondgoss, morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Nochmal eine Blume. Klar, machen wir locker. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst mittanzen. Sonst nicht. Boah, das ist Diskriminierung von Singles. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. So, jetzt will ich mal was gucken. Steht hier irgendwo Norden und Westen? Habe ich immer einen Kompass dabei? Weil ich würde mal sagen, das ist nicht das Wäldchen. Ist das der Wald? Ich würde mal sagen, hier ist der Wald. Wahrscheinlich hier die Lichtung gemeint mit. Ja, wir gucken einfach mal am nächsten Tag einfach mal nach. So, das da rein. Ah, ich hab sie doch angeklickt. So, das da rein. 1, 1, 1, 1. Und Samen. So. Gut. Jetzt werden wir die hier hinbringen. Nein, wir gehen zum Fuzzi. Wir verkaufen die. Und werden mal sehen, was wir daraus machen können, wollen, müssen. Hey, das Rollstuhli. Ich helfe in Gas Kneipe aus, so kann ich zumindest meine Rechnungen bezahlen. Okay. Begeisterung hat sich an. Sport ist wichtig, um gesund zu bleiben. Ich nehme mir immer wieder ein wenig Zeit dafür. Okay. Als Mutter habe ich nicht viel Zeit für mich selbst, deswegen möchte ich jede Minute voll nutzen. Lass dich nicht von meinem Mann George stören. Er ist nicht sonderlich freundlich zu Fremden. Okay. Lass noch was zu sagen. Wenn du ihn besser kennenlernst, wird er sich dir öffnen. Okay, das ist Abigail. Nun, morgen ist der Blumentanz. Das Tanzen ist kein Problem, aber sie zwingen mich dazu, dieses dumme weiße Kleid zu tragen. Okay, kein Freund von weißen Kleidern. Ich habe die Samen nicht mitgenommen. Ich, Heldin. Wir wollten uns mehr Rucksackplatz kaufen. Und ich, Schusselchen, habe die Samen vergessen, die wir verkaufen wollten. Das ist natürlich eher schlecht als gut. So, dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Würmer! Auf den Kopf hauen. Na toll, es sind nicht die Würmer, die ihr sucht. Hi, Fuffi! Fuffi! Fuffi, komm her! Ich habe immer Zeit. Oh. Wir haben Wuffi wieder! Wuffi! Mein Wuffi, Wuffi! Wuffi! Vögelchen fliegt davon. Haben wir den Amethysten? Ah, wir müssen gleich noch den Amethysten zu wem bringen? Ah. Gut, haben wir anscheinend verhauen die Aufgabe. So, oh, fast 3000 Gold. Das ist cool. Wie viel hat der jetzt gekostet? 2000. Kaufe ich. Hey, cool, da könnten wir noch einen kaufen. Ah, 10.000 Gold. Moja. Oh, hey, guck mal. Eine Ratsversammlung. Eine Frauenversammlung. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Ich habe wilden Meerrettich im Wald gefunden. Ihn zu suchen ist eine nette Methode, ein wenig Geld zu verdienen. Oder nutze Dinge, die du findest, als Geschenk. Ich kann ja gerne mal mehr. Hey, wenn du Materialien oder Baupartikel
Pausen brauchst, ist mein Laden der erste Anlaufstelle für dich. Dazu unterstützt du so die regionale Wirtschaft. Mal die denn da? Sport kann Spaß machen. Sport kann Spaß machen. Oh. Nicht schauen, ich bin komplett rot und verschwitzt. Meine Arme sind gut trainiert, Keuch, aber meine Beine brauchen noch Arbeit. Marie lächelt dich durch ihre Schleier aus Schweiß an. Okay. Eklig, aber okay. Okay, darf da nicht rein. Und du? Ich erledige alle meine Einkäufe. Manchmal gibt es neue Gegenstände im Sortiment, also schau hin und wieder mal vorbei. Es sind eine Menge Arbeit, einen Laden zu führen. Okay, gut. Das haben wir jetzt verstanden. So, jetzt haben wir noch eine Reihe frei. Ja, wir können mehr Blödsinn einsammeln. Mehr Blödsinn ist immer gut. Wir brauchen mehr Blödsinn. Ich bin gar nicht müde. So, es ist dienstags und sie machen Sport. Sie scheint also auf jeden Fall routinierten Ablauf zu verfolgen. Das ist immer sehr gut. So. Oh, hier ist. Die macht nicht mit. Hallo Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das etwas? Ist Lia zum Verkuppeln da? Lia. Ja, erledigt. Tatsache, die können wir uns gefügig machen. Das ist natürlich sehr schön, dass wir das können. Dann machen wir das doch. Aber ob die Mädchen... Die ist wohl meine allerbeste Freundin. So, ein bisschen extra Geld, wie so schön... Caroline gesagt hat. Die Schritte sind so schön. Ich musste die euch unbedingt mal anhören lassen. Ob hier irgendjemand mal reinzieht, ob ich da reinziehe oder ob ich es irgendwann mal kaputt machen darf. Kaputt! Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Ein Übergang, der anscheinend nur... Weiß ich nicht. Vielleicht... Ach genau, das ist bestimmt die Stelle, die morgen für den Tanz gedacht ist. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir den jetzt schon mal gesehen haben. Okay, da wohnt Wizard, der komische Fuzzi. Ich knurre euch an. Boing, boing, boing. So, wir müssen unbedingt mal die Sense mitbringen. Die verbraucht keine Energie beim Sensen. Aber wir haben hier so eine Platzmangel, das ist Wahnsinn. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach. Oh Gott, kommen wir überhaupt hier von... Da kommen wir, glaube ich, durch. Schauen wir mal, kommen wir durch. Wir kommen durch. Ups, und da sind wir an einem großen Baumstumpf hängen geblieben. Da ist auch noch ein großer Baumstumpf. So, ab in die Tasche, Tüte. Das kommt daraus, das auch. Das kommt jetzt einfach da mit rein. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie richtig da drin. So, ich habe den Tag natürlich draußen verbracht. Es war wunderschön. Und jetzt gehen wir am nächsten Tag zum Blumentanz. La, 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 la. Muss ich mal eigentlich meine eigene Blume mitbringen? Und das weiße Kleid, kriege ich das gestellt? So, jetzt werden wir erstmal gleich nochmal eine Runde gießen. Nachdem wir natürlich erstmal alles schön eingesammelt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr pflanzen, weil ich glaube nicht, dass die noch gut werden vor dem gesagten Tag. Ich hoffe ja, dass die jetzt hier noch gut werden. Wir werden jetzt einfach mal eine Runde gießen. Ich kann aber gleich mal gucken, ob wir noch Pastinaken haben. Haben wir noch Pastinaken? Also einfach noch Pastinaken. Meine Güte, schweres Wort. Noch mitpflanzen, weil wir es brauchen dringend.
So um 9 bis 14 Uhr müssen wir da unten an der Dings sein. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Weil das Gießen ist ja dann doch schon eine ganz schöne Aufgabe. So. Gucken wir mal, ob die Früchte noch gut wären. Ich habe mal nachgelesen, ob das aber stimmt oder nicht. Weiß ich nicht so genau. Brauchen die bis zu 10 Tage? 8 Tage? Irgendwie so in dem Dreh. Zum Fertigwerden. Und das haben wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt noch 4 Tage. Dann ist der Frühling vorbei und dann müssen wir es geschafft haben. Das ist natürlich echt schlecht, wenn wir, ne? Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich sehe das schon vor mir, wie so ein perfekter Bauer mit Feldern bis zum Getno und. So, die gießen. So. 1, 2, 3, gießen. 1, 2, 3, gießen. 1, 2, 3, gießen. Ich werde euch natürlich das ganze Fest zeigen. Wir werden auf jeden Fall gleich tanzen gehen. Jetzt müssen wir uns bloß beeilen. Wir müssen ja da noch hinlaufen. Nicht, dass wir zu spät kommen. Fangen die ohne uns an. Ich weiß nicht, ich habe nicht viel Geld. Ich hoffe, das reicht, was ich jetzt habe. Mittwoch hat der sowieso geschlossen. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr verkaufen. Aber ich habe ja auch nichts, was ich verkaufen könnte. Daher ist es eh egal. Naja. Schauen wir mal, was das wird mit dem Fest. Das wirklich ein Fest ist. Waldtanz hat begonnen. Blumentanz, nicht Waldtanz. Blumentanz hat begonnen. Okay, dann gehen wir gleich mal zum Blumentanz. Entschuldigung, ich habe das im Auge. So, was bräuchten wir denn? Ach, wir bräuchten dieses Leak. Diesen mit dem weißen Blumentopf bräuchten wir. So, jetzt machen wir mal auf. Und gehen mal gucken, was dieser Blumentanz für eine Veranstaltung ist. Und wir unterhalten uns natürlich mit jedem einzelnen Menschen dort. Oh, okay, wir wollen nicht weiterlaufen. Boah, da rockt aber jemand am Banjo. Oh, ein Shop. Wir haben kein Geld. Okay. Narzissen und Löwenzahn. Brauchen wir beides nicht. Sammlervogelscheuche. Sammler kann man eh nicht leisten. Okay, dann nehmen wir das Blumenfastrezept. Und wir kommen, wir fangen mal hinten. Oh, die sehen verliebt aus. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Elliot um den Tanz bitten. Entschuldige mich nicht heute. Hi Mondgoss, schön dich hier zu sehen. Ich werde ehrlich sein, ich will nicht mit dir tanzen. Okay, wir werden wahrscheinlich einfach, weil wir keinen befreundet sind, wahrscheinlich auch keinen finden, der mit uns tanzt. Die Zeit für Frösche fängt langsam, also richtig an. Welche ein Leben oder Kind? Süßer Wein, ein plätscherndes Bach, warme Luft, habe ich schon den Wein erwähnt? Weißt du was? Ich gab zu. Ich mag Blumen wirklich sehr. Weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr. Okay, wir scheinen keinen zu finden. Arg. Der scheint ein bisschen angepisst zu sein mit dem schönen Blümchen. Ich mag es so gar nicht, vor allem zu tanzen. Es ist so peinlich. Okay, da ist wahrscheinlich die Mutter mehr, der die möchte. Hm, exzellente Soße, schlürf. Diese Frühlingstänze haben ihren Ursprung im alten Fruchtbarkeitsritual. Ey, du solltest über sowas Bescheid wissen, Landwirt. Okay. Wirst du heute tanzen, Mondgoss? Nein, leider nicht. Alle die Blumen verströmen einen süßen Geruch. Okay. Scheint nur mit den Single-Leuten und dann auch nur die ledigen Single-Leute tanzen zu können. Ich wünsche, Per würde Zeit mit der Familie verbringen. Puh, ich bin voll. Ey, hast du die große Gelee schon probiert? Okay. Ich frage mich, ob Emily mit tanzen würde. Dann frag sie doch einfach. Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Ist das nicht fair? Warum kann ich nicht die Blumenkönigin sein? Schluck, ich bin nervös. Ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Ich mag es zu tanzen, aber den Tanz hier wirklich etwas aufgesetzt. Denn ältere Leute fällt es allerdings. Okay, kann ich...
kann auch anscheinend ein paar mehr, außer wahrscheinlich die selbst einen Partner haben, darum bitten. Frühling ist schon fast vorbei. Schade. Okay. Seufzt, es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch da. Okay. Marie sieht heute bezaubernd aus. Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und bin nicht bereit, die Krone abzutreten. Nee. Ganz schön arrogant. Ich genieße nur die Aussicht. Okay, mit dem kann ich nicht rechnen. Der ist anscheinend in sie verliebt. So, der Bürgermeister löst irgendwie immer alles aus. Blumen, ich kann sie kaum sehen. Es ist zu viel zu hell hier draußen. Ich arbeite schon seit einigen Wochen an diesen Blumenarrangements. Gefallen sie dir? Ja, deswegen habe ich die Dings gekauft. Gut. Nun, sollen wir jetzt anfangen? Ja, lass uns anfangen. Dann gucken wir uns mal den wunderschönen, tollen, herzzerreißenden Blumentanz an. Ja, war das jetzt etwa alles? Das war alles. Okay, das kriege ich auch. Und du hattest, das hat Spaß gemacht, nach Hause zu gehen. Ja, es hat Spaß gemacht, nach Hause zu gehen. Das stimmt allerdings.